London steht ein junges Mädchen im Mittelpunkt aufregender Ereignisse. Wie viele Tote gab's denn eigentlich? Eine. Die Tote aus der Themse. Rauschgift. Das bedeutet den Einsatz von Millionen und diejenigen, die sie nicht verlieren wollen. Die schrecken auch vor einem Mord nicht zurück. In den Schlachthof von London führt eine heiße Spur. Als ob du es nötig hättest, Menschen zu morden, wo du doch täglich schlachten kannst. Ein unheimlicher Mörder geht um. Die Organisation, deren Bosse wir nur zum Teil kennen, lässt jeden ihre Schritte überwachen, in der Hoffnung, dass sie zu Myrna führen. Welche Rolle spielt diese Frau? Hier ist Myrna. Myrna Ferguson. Sie müssen mir helfen, Inspektor. Scotland Yard jagt ein Phantom. Sie hören, ich werde erwartet. Goodbye, Mr. Fumble. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder, Miss Danny. Die muss aber die Ärmchen hochnehmen. Sie sehen also, Myrna Ferguson lebt. Der Einzige, der uns das erklären könnte, Jim Donovan, ist tot. Aber wer hat ihn erschossen? Hochspannung vor Originalschauplätzen in London. Ja, hier Craig, was ist los? Inspektor, Froschmänner haben soeben eine Leiche geborgen. Die Tote aus der Themse. Endlich wieder ein neuer, echter Edgar-Wallace-Film. Unter der Regie eines Krimi-Experten erleben Sie großartige Schauspieler. Myrna. Myrna, hallo! Hallo! Alle Anzeichen sprechen dafür, dass Ihre Schwester in einer Rauschgiftaffäre verwickelt war. Es muss Myrna Ferguson zu mir kommen. Ihre eigene Schwester wird dieses kleine Biest ja wohl nicht draufgehen lassen. Skrupellose Verbrecher haben kein Gewissen. Ich bin kein Profi. Ein anderer war immer schneller als ich. Wer ist der andere? Mein Bild steht für ganz Scotland Yard und darf durch kein Stäubchen getrübt werden. Diese Spezialmunition Highspeed FL wird nur von Mitgliedern des Königlichen Schützenclubs von Windsor benutzt. Gratuliere. Aber was habe ich damit zu tun? Interessiert es Sie gar nicht, was über Ihre Schwester zu erfahren? Sie wissen, ich habe sie fotografiert, kurz nachdem sie erschossen wurde. Miss Ferguson hat aber eben behauptet, sie hat Beweise, dass ihre Schwester lebt. Ein gefährliches Geheimnis. Danny? Aber nicht sehr fein, was Sie da machen. Als die Kriminalpolizei kam, war die Leiche bereits verschwunden. Tänzerin des Royal Opera Ballets. Ermordet. Wer wird die Nächste sein? Dieser Weg führt ins Verderben. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Ob Sie wohl kommen? Sie kommen bestimmt. Auf wen wartet Scotland Yard? Ein Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Ich kann einfach nicht glauben, dass Myrna all diese Leute umgebracht haben soll. Sie weiß auch nicht. Aber sie kennt das Einzige, den wahren Mörder. Schauen Sie sich das Bild genau an. Die Tote aus der Themse gibt Ihnen viele Rätsel auf. Nun, wenn schon, umso interessanter. Fragen Sie nicht, kommen Sie demnächst in dieses Theater.